Die Teleakademie ist heute bei der Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung in München. Professor Dr. Horst Bredekamp lehrt Kunstgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seit 2003 ist er auch Permanent Fellow des Wissenschaftskollegs zu Berlin. Er wurde mit dem Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung ausgezeichnet. Professor Dr. Horst Bredekamp spricht zum Thema Der Künstler als Verbrecher. Der Bildhauer Veit Stoss hat während seiner 20-jährigen Tätigkeit in Krakau Werke geschaffen, die für das polnische Nationalbewusstsein eine bis heute unauslöschliche Rolle spielen. Dies gilt vor allem für die Grabplatte König Kasimirs IV., die in ihrem Wechselspiel von abstrahiertem Gewandschwung und knittriger Energetik zu vibrieren scheint. Ende 1496 kehrte Veit Stoss nach Nürnberg zurück, um auch hier, etwa mit dem Schmerzensmann, für den Chorumgang von St. Sebald eine raumgreifend verdrehte und zerknitterte Draperie zugleich zu schaffen, wie sie um 1500 ihresgleichen suchte. In die zweite Nürnberger Phase fiel auch der heilige Andreas, ebenfalls St. Sebald, bei dem sich ebenfalls zwei Sphären zu verbinden scheinen, während der Märtyrer eine statuarische Kontemplation vorführt, bauscht sich das Gewand unterhalb des Buches in einer dramatischen Eigenbewegung auf. Inwieweit die komplexe Qualität derartiger Werke durch die Disposition des Künstlers bedingt sein wird, wird sich niemals erschließen lassen. Offenbar wurde Stoss nach 1500 von der hochkapitalisierten Atmosphäre Nürnbergs angesteckt. Auf Geld versessen spekulierte er mit hohem Einsatz und teils enormen Gewinnen. Zu seinen erfolgreichsten Transaktionen gehörten Einlagen bei dem Nürnberger Kaufmann Bahner, der ihm dann aber riet, sein Kapital in das Nürnberger Bekleidungsunternehmen Staatsedel einzusetzen. Stoss musste bald erkennen, dass Bahner mit Hilfe seiner Investition die eigenen Einlagen aus dem bankrotten Unternehmen herausholte. Als dieses nun in Konkurs ging, ließ sich Stoss dazu hinreißen, einen Schuldschein mitsamt der Unterschrift und dem Siegel von Bahner zu fälschen, auf seinen Namen hin. Im November 1503 wurde er gefasst und in das Lochgefängnis geworfen, wo er nach zwei Tagen Folter die Fälschung eingestand. Das übliche Strafmaß für dieses Kapitalverbrechen war Tod durch Verbrennen. Unter dem Druck hochgestellter Fürsprecher, wie dem Ritter Betz von Rumroth zu Holzheim, vor allem aber den Würzburger Bischof Laurenz von Bibra, entschied der Rat jedoch nach 8 Tagen Bedenkzeit, Zitat, Veit Stoss Gnade und Barmherzigkeit zu beweisen, Ende, und auf die Todesstrafe, das Abschlagen der rechten Hand und auch die Blendung zu verzichten. Gleichwohl blieb auch die abgemilderte Strafe, das Durchbrennen der Wangen, drakonisch, zumal sie als öffentliche Schändung vollzogen wurde. Am 6. Dezember durchbohrte der Henker die beiden Wangen des Künstlers mit einem glühenden Stab. Stoss verlor die Ehrenrechte auf Lebenszeit und ihm wurde auferlegt, bis an sein Lebensende Nürnberg nur mit Einverständnis des Rates verlassen zu dürfen. Er war um den Preis mit dem Leben davongekommen, dass er ein Gefangener von Nürnberg war. Stoss flüchtete unter diesen Bedingungen nach Münnerstadt, wo er Riemenschneiders Altar der Pfarrkirche mit Gemäldetafeln ausstattete, um dann aber unter dauernden Beschuldigungen nach Nürnberg zurückzukehren und eine 4-wöchige Haft anzutreten. Im März 1506 wurde er nach weiteren Auseinandersetzungen mit dem Rat erneut in das Lochgefängnis gesperrt. Mitte September desselben Jahres erfolgte jedoch der Paukenschlag. Auf Kanälen, die nicht mehr zu rekonstruieren sind, erhielt Stoss eine Strafbefreiung von König Maximilian I. Der konsternierte Rat befragte den Bildhauer sofort, Zitat, durch welche Ursachen
und welche Hilfe er das königliche Mandat und die Absolution seiner ihm auferlegten Strafen erlangt habe. Zitat Ende. Indem der Rat zur Kenntnis nehmen musste, dass der Künstler durch den König rehabilitiert war, eskalierte der Streit um das Strafmaß zum Konflikt um die Zuständigkeit des städtischen oder königlichen Rechtes. Die entscheidende, mit der Begnadigung verbundene Frage bestand darin, ob Stoss mit dem Straferlass auch die Erlaubnis zurückerhalten würde, Nürnberg frei zu verlassen. Stoss wurde erlaubt, Nürnberg zu verlassen, aber mit strikter Erlaubnis nur des Rates. Damit war die Entfernung von der Stadt als Ausnahme von einer Regel definiert, welche die Stadt weiterhin aufrechterhielt. Diese Politik blieb eine Quelle immer neuer, bitterer Auseinandersetzungen. Stoss arbeitete in den Jahren nach seiner kapitalen Fälschung zwar rastlos für hochgestellte Nürnberger und auch andere Auftraggeber, so internationale Auftraggeber, so etwa den heiligen Rochus mit seiner hyperenergetischen Faltengebung für Santissima Annunziata in Florenz oder auch den antikischen, wie ein überdehntes Zeichen gespannten Kruzifixus von Ognissanti wieder von Florenz. Stoss blieb als Künstler ein in ganz Europa gerühmtes Ausnahmeereignis. Er verdiente beträchtliche Summen und hinterließ bei seinem Tod 1533 ein höheres Vermögen als der 5 Jahre zuvor gestorbene Dürer, aber sein Ruf in Nürnberg blieb verdüstert. Hatte ihn der Rat in seinem Namensregister von 1506 als, Zitat, unruhigen und heillosen Bürger charakterisiert, so bezeichnete er ihn 20 Jahre später auf ähnliche Weise als, wieder Zitat, irrigen Schreihals. In diesen Auseinandersetzungen äußerten sich jedoch nicht nur charakterliche Dispositionen, sondern unterschiedliche Interessen der beteiligten Konfliktparteien. Natürlich war das Begnadigungsschreiben Maximilians des Ersten von der Überlegung bestimmt, durch die Strafaussetzung selbst auf Stoss zugreifen zu können und ihm am eigenen Grabmalsprojekt zu beteiligen. Ein Zeugnis dieses Auftrages vermutlich ist die Zimburgis von Masowien, der Großmutter Maximilians. Aber der Konflikt liegt tiefer, weil durch ihn unterschiedliche Begriffe von Souveränität offenkundig wurden. Während der Rat vor allem die Gleichbehandlung der Bürger im Auge hatte, weil er die eigene Legitimität mit der allgemeinen Anwendung des Rechtes verband, plädierte der König dagegen und spätere Kaiser Maximilian für das unvergleichliche Individuum. In der Güterabwägung zwischen der Ahndung eines Verbrechens und der Aussicht auf Kunstwerke votierte der König und dann Kaiser für den Künstler. Etwa zur selben Zeit erfuhr auch Michelangelo ein Trauma, das den Rest seines Lebens überschatten sollte. Mit der Marmorskulptur des David, der Verkörperung der Florentiner Republik, feierte er im Jahr 1503 Triumphe. Im selben Jahr bestieg Giuliano della Rovere als Julius II. Den Papstthron, um alsbald den Wunsch zu äußern, dass Michelangelo für ihn arbeiten solle. Obwohl Michelangelo bei der Kommune noch mit dem Bronze-David und der Bemalung des Großen Rates im Wort stand, ließ die Regierung von Florenz ihn mitsamt der Zahlung eines Reisegeldes ziehen, was die Bedeutung unterstrich, die sie mit dem repräsentativen Wirken Michelangelos in Rom beimaß. Alsbald mit dem Auftrag ausgestattet, das Grabmal Julius II. Zu gestalten, hoffte Michelangelo, selbst die bedeutendsten Bildhauer der Antike übertreffen zu können. Das kurz vor 1900 entstandene Rekonstruktionsgemälde gibt zumindest atmosphärisch einen Begriff davon, welchen Zuschnitt dieses Monument haben sollte. In einer kühlen Stunde der fieberhaften Planungen für sowohl Neu-St. Peter wie auch für das Grabmal entschied Julius II. Jedoch, dass beide Projekte finanziell nicht gleichzeitig durchzuhalten wären.
Es bedeutete für Michelangelo den Schock seines Lebens, dass das Grabmalsprojekt zurückgestellt wurde. Als sich Julius II. Im April 1506 über Tage verleugnen ließ, geschah etwas, was Michelangelo die Angst eingab, dass er ermordet werden sollte. Vermutlich handelte es sich um seine eigene gegenüber den Palastwächtern des Vatikan geäußerte Beleidigung des Oberhauptes, Zitat: Ihr werdet dem Papst sagen, dass wenn er mich von jetzt an wird haben wollen, er mich woanders suchen wird, Zitat Ende. Unmittelbar nach diesem Spruch jagte Michelangelo, von Todesangst getrieben, mit der Eilpost nach Norden, bis er um 2 Uhr nachts auf Florentiner Boden in Sicherheit war. Er war atmosphärisch, keinesfalls aber formal im Recht, denn das Grabmalsprojekt war offiziell noch keineswegs beendet und die Beleidigung des Papstes wie auch das unbefugte Entfernen stellten Straffälle dar. Vom ersten Moment an wusste Julius II. Jedoch, dass Michelangelo nicht allein mit Zwangsmitteln wieder zu gewinnen war. Durch 5 Reiter, die in Poggibonsi noch vor Florenz einholten, ließ er ihm brieflich mitteilen, dass er mit Disgrazia bestraft werden würde, wenn er nicht sofort zurückkehrte. Die Ungnade, Disgrazia, war keine juristisch kodifizierte Aussage, bezeugte aber, dass mehr im Spiel war als nur ein Streit um Aufträge. Umso bemerkenswerter ist, dass Michelangelo dem Papst als ein ebenbürtiger, wenn nicht überlegener Vertragspartner, Verhandlungspartner entgegentrat. In seinem Schreiben vom Mai 1506 verband er seine Bereitschaft, das Grabmal zu vollenden, mit der Bedingung, dass er in Florenz bleiben könne. Mit dem Köder, dass das Grabmal, Zitat, in der Welt nicht seinesgleichen haben werde, stellte Michelangelo die weitere Kondition, dass der Papst die Bezahlung auf einer Florentiner Bank deponieren solle. Im Gegenzug würde er nur wirklich fertige Skulpturen von Florenz nach Rom schicken. Die Formulierung, dass für die Einhaltung des Vertrages ganz Florenz einstehen würde, bezeugte, dass Michelangelo auf die Unterstützung der Republik rechnen konnte. Kurz darauf erreichte Michelangelo der Bericht, dass Julius II. Ihn nach Rom holen wollte, um ihn die Decke der Sixtinischen Kapelle ausmalen zu lassen. Der Papst habe geäußert, kommt er nicht, so tut er mir eine Schmach an. Daher glaube ich, dass er unter allen Umständen kommen wird. In einem an die Regierung von Florenz gerichteten Brief vom Juli 1506 zog Julius II. Dennoch alle Register, um Michelangelo zur Rückkehr zu bewegen. Zu Beginn stand die erneute Zusicherung der Straffreiheit. Zitat: Michelangelo, der Bildhauer, der uns leichtsinniger und unbedachterweise verlassen hat, fürchtet sich, wie wir hören, zurückzukehren. Wir hegen keinen Zorn gegen denselben, da wir das Ingenium dieser Menschen kennen. Mit Ingenium nutzte der Papst jene Bezeichnung, die das Genie, aber auch die Natur bedeuten konnte, um damit sowohl die Begabung wie auch die Manieren des Künstlers zu charakterisieren und auf diese Weise den Sonderstatus des Künstlers in einer Mischung aus Drohung und Schmeichelei hervorzuheben. Ich komme zu einer ersten Summe. Veit Stoss wurde von der Stadt Nürnberg als Gefangener gehalten, Michelangelo durch die Republik Florenz zunächst geschützt. Stoss hatte in König den Fürsprecher, Michelangelo im Papst den Antipoden. Beide Monarchen aber verbindet, die Künstler gegen die Erwartungen der Zeitgenossen zu begnadigen. Das 19. Jahrhundert hat aus derartigen Begebenheiten historische Elemente einer Kunstreligion gemacht, die insbesondere in Deutschland und England zu extremen Verehrungsformen führten. In Form von Thomas de Quincey's 1827 erschienenem Essay On Murder, Considered as One of the Fine Arts, erhielt dieser Geniekult eine schwarz-romantische und zugleich höchst ironisch verfremdete Wendung. Eine abgeklärte Version bedeutete lange danach Rudolf und Margot Witkowers Born under Saturn von 1963, ein Werk, das später unter dem Titel Künstler, Außenseiter der Gesellschaft in Deutsch auch herauskam.
In diesem Opus wurde auch eine Reihe krimineller Künstler, beginnend mit Veit Stoss, als Beleg für deren saturnisches Temperament aufgeführt. Selbst wenn diese psychologische Bestimmung zutrifft, so erfasst sie doch nicht den systematischen Aspekt der Souveränitätsbildung, die mit der Näherung von Herrschern mit straffälligen Künstlern verbunden ist. 2 Jahre, bevor die Witkowers das Panorama des Künstlers als Außenseiter publizierten, hatte Ernst Kantorowitsch in einem für die Festschrift Erwin Panofskis bestimmten Aufsatz genau diese Grundproblematik angesprochen. In seinem Artikel zur Souveränität des Künstlers hatte Herrscher und Künstler als, Zitat, die beiden universalen Mächte bestimmt, die gemeinsam aus allen anderen Lebenssphären enthoben sind, weil sie de nihilo aliquid ut deus, wie Gott etwas aus dem Nichts zu gestalten vermögen. Damit waren sie, wie der Kirchenrechtslehrer Tankred den Päpsten attestierte, auch jenseits des Rechtes. Martin Warnke hat in seinem Werk zur Hofkunst analysiert, wie sich Herrscher und einige Künstler auf ein Spiel der gleichrangigen Sonderverhältnisse einließen, in dem die Kunstwerke nicht geliefert, sondern geschenkt und nicht bezahlt, sondern durch Gegengeschenke entlohnt wurden, um auch jeden Anschein kaufmännischer Verkehrsformen zu vermeiden. Im Idealfall herrschte ein Verhältnis altruistischer Verschwendung. In diesem Rahmen realisierte sich auch die Rechtsenthobenheit. Wenn Künstlern, die zu Verbrechern geworden waren, die Strafe erlassen wurde, geschah dies im Namen der Werke, die von diesen Künstlern aus dem Nichts zu erwarten waren. Dies führt nun zur theoretischen Konsequenz. Man muss ein, denke ich, doch notorisch naiver Realist sein, um zu glauben, dass von der faktischen Kraft der Fiktion und der Symbole abgesehen werden könne. In dieser faktischen Kraft der Fiktion liegt der Clou der Praxis, gerade jene Künstler zu fördern, die sich Vergehen hatten zu Schulde kommen lassen. Sie repräsentierten die einzigartige Möglichkeit, nicht nur die Aussetzung des Gesetzes als Teil der eigenen Enthobenheit des Souveräns zu bestimmen, sondern diesen Vorgang durch die künstlerische Begnadung der begnadigten Künstler auch sinnfällig werden zu lassen. Niemand, dies ist also meine staatstheoretisch gemünzte These, vermochte den absolutistischen Anspruch des Souveräns so ideal zu vergegenwärtigen wie der begnadigte Künstler. Michelangelos Umgang mit Verträgen ist ein einziges Beispiel des eben genannten Prinzips. Aber der weitaus dramatischste Fall, bei dem es buchstäblich um sein Leben ging, ereignete sich in der Folge der Vertreibung der Medici aus Florenz im Jahre 1527. Michelangelo, der mit den Skulpturen der Medici-Kapelle beschäftigt war, blieb in Florenz, um sich trotz schwerster innerer Nöte am antimediziischen Kampf der Republikaner zu beteiligen. Auf einem Fresko hat Vasari die folgende Belagerung von Florenz durch die kaiserlich-mediziischen Truppen festgehalten. Eine ganze Batterie von Kanonen ist gegen die rechts im Mittelgrund liegende Klosteranlage von San Miniato gerichtet, um dessen Verteidigung sich Michelangelo besonders erfolgreich kümmerte. Aber nicht nur dies. Als im Sommer 1528 der Auftrag ergangen war, die Wälle und Türme zu reparieren und neue Bastionen für die gesamte Stadt zu bauen, hatte sich mit Michelangelo angeboten, um dann einen steilen Aufstieg in der Militärhierarchie zu vollziehen. Als die Stadt nun nicht aufgrund der Schwäche ihrer Bastionen, sondern aufgrund der internen Zustände im August 1530 kapitulierte, war Michelangelos Leben nur mehr wenig wert. Der Medici-Papst Clement VII., die Medaille Cellinis, muss Michelangelos Verhalten auch persönlich als eine bitterste Enttäuschung empfunden haben. Michelangelo wurde auf Geheiß des Papstes in ganz Florenz und in seinem Haus selbst im Rauchfang und auf der Toilette gesucht. Der Stimmungsumschwung von Clemens VII. Hat 2 Monate nach der Kapitulation stattgefunden.
Vom 11. November 1530 ist ein Brief überliefert, in dem er nach Florenz meldet, dass, Zitat, vor allem Michelangelo äußerst zuvorkommend behandelt werden soll. Michelangelo muss daraufhin aus seinem Versteck gekommen sein, denn schon am 19. November lässt der Papst vermelden, dass er die Nachricht von Michelangelos Wiederaufnahme der Arbeit an den Grabmälern der Medici mit großem Wohlgefallen aufgenommen habe. Man solle es Michelangelo an nichts fehlen lassen. Man könnte gegenüber der Begnadigung Michelangelos im Jahre 1530 einwenden, dass dieses Prinzip hier nur gelten konnte, weil er sich nicht gewöhnlicher Verbrechen hatte zu Schulde kommen lassen, sondern eines politischen Aktes, bei dem aus Sicht der Sieger eine Verirrung, aber keine per se kriminelle Energie eine Rolle spielte. Aber Papst Clemens VII. Hat mit dem Bildhauer Benvenuto Cellini im selben Jahr 1530 auch einen gewöhnlichen Kapitalverbrecher begnadigt. Um seinen Bruder zu rächen, hatte Cellini dem Täter nachts aufgelauert, um ihn von hinten in die Schulter und so tief in den Halswirbel zu stechen, dass der Dolch zunächst nicht mehr herauszuziehen war. In seiner Autobiografie hat er diese heimtückische Tat wie eine Art Körperkunst beschrieben, bei der es darauf ankam, das Opfer zu zeichnen. Ohne Fürsprache wäre sein Leben verwirkt gewesen. Als er vor Clemens VII. Erschien, zeigte sich in den Augen des Papstes, Zitat, eine schreckliche Drohung. Als er aber die kostbare und leider nur mehr in dieser Zeichnung überlieferte Mantelschnalle sah, die Cellini ihm gefertigt hatte, wieder, Zitat, heiterte sich sein Gesicht auf. Er lobte mich über alle Maßen und sagte, Benvenuto, jetzt, wo du geheilt bist, achte auf dein Leben. Zitat Ende. Die kostbare Medaille hatte Cellini gleichsam eine Bewährungsstrafe eingebracht, die sich in den Kunstwerken realisierte. Wenn Cellini dem Papst signalisierte, dass er ihn verstanden habe, bedeutete dies, dass er nicht nur den Einzelfall realisiert hatte, sondern das Prinzip. Bei seinem zweiten Mord ging Cellini mit eisigem Kalkül vor. 2 Tage nach dem Ableben von Clemens VII. Erstach er seinen Todfeind Pompeo dei Capitaneis, der in scharfer Konkurrenz für das Amt des päpstlichen Münzmeisters war, mit 2 Dolchstößen unterhalb des Ohres. Seine Überlegung war, durch die Amnestie des neu gewählten Papstes auch in diesem Fall davonzukommen. Er hatte zu wenig Vertrauen in das Prinzip, das ihm schon einmal das Leben gerettet hatte. Denn Paul III. Wendete nicht etwa die allgemeine Amnestie auf ihn an, was angesichts eines so frischen Verbrechens auch ein Problem gewesen wäre, sondern die auf den begnadeten Künstler anzuwendende Ausnahmeregel. Für die Angehörigen des Opfers war es eine ungeheure Provokation, dass der neu gewählte Papst Cellini unverzüglich als seinen Münzmeister berief. Auf Klagen und Beschwerden der Betroffenen habe Paul III., so berichtet Cellini selbst, geantwortet, Zitat, nehmt also zur Kenntnis, dass Männer wie Benvenuto, die in ihrem Beruf einzigartig sind, nicht dem Gesetz unterworfen sein müssen. Zitat Ende. Dass Cellini diese Worte als Definition von Souveränität schlechthin erkannte, wird aus seinem Spott gegenüber den exilierten Republikanern aus Florenz deutlich. Deren Hoffnung, dass der junge Cosimo de' Medici, der im Jahre 1536 in Florenz an die Macht gekommen war, durch Gesetze gebändigt werden könnte, beantwortete Cellini mit einer kurzen, knappen Staatstheorie. Zitat, wo ist der, der ihn zurückhalten könnte, wenn ihn die Lust ankommt, die Gesetze zu überschreiten? Gesetze können nicht denen auferlegt werden, die darüber Herr sind. Zitat Ende. Selten wohl ist die identische Souveränitätskonstruktion von Herrscher und Künstler so unverhohlen formuliert worden, wie in diesen auf sich selbst und auf Herzog Cosimo gerichteten Äußerungen Cellinis. Wie er dies vorhergesehen hatte, ließ der 18-jährige Cosimo sofort mehr als 30 Republikaner hinrichten, um jeden Gedanken verfliegen zu lassen,
dass er seine Macht zu teilen gewillt war. In vielerlei Hinsicht haben die Viten Cellinis und des etwas jüngeren Leone Leoni Parallelen, und dies betrifft auch ihre kriminellen Energien, die sie zu Antipoden werden ließen. So war Cellini davon überzeugt, dass Leoni ihn mit einem zerstoßenen Diamanten, an dem er innerlich hätte verbluten sollen, hatte umbringen wollen. Leoni war in der Tat Zeit seines Lebens mit dem Gesetz in Konflikt und ohne die andauernden Fürsprachen seines berühmten Freundes und Förderers, dem Dichter und Satiriker Pietro Aretino, hätte er kaum überlebt. Aretinos Unterstützung war besonders gefordert im Jahre 1540, als sich Leoni in Rom seitens des deutschen Goldschmiedes Pellegrino de Leuti tödlich beleidigt fühlte, traktierte Leoni seinen nichtsahnenden Gegner mit einem so furchtbaren Schlag ins Gesicht, dass dieser, Zitat, einem grässlichen Monster glich, Zitat Ende, und nach weiteren Hieben kurz darauf starb. Die Nennung der Uhrzeit, genau um 12 Uhr mittags, zur Zeit des Ave Marias, ließ den Mord als heilige Handlung erscheinen, und die grässliche Hervorhebung der Deformation hatte den Zweck nahezulegen, dass durch die Misshandlung die monströse Natur des Kontrahenten zum Ausdruck gebracht worden sei, ähnlich Cellini zuvor. Leoni wurde nach harten Verhören, während derer er auf mildernde Umstände im Sinne der Vendetta plädierte, zum Verlust der rechten Hand verurteilt. Sofort aber setzte eine Art Gnadenmaschinerie ein. Noch bevor der Scharfrichter zum Vollzug schritt, wurde die Strafe durch die Kardinäle Arquinto und Duranti ausgesetzt und nach 9 Befragungen in Sklavendienst auf der päpstlichen Galeere umgewandelt. Damit war die Möglichkeit einer weiteren Strafentlastung gegeben, für die sich dann Aretino mit aller Kraft wiederum einsetzte. Tatsächlich gelang es dem Dichterfürsten, den kaiserlichen Admiral Andrea Doria dazu zu bewegen, Leoni bereits nach einem Jahr von der Galeere zu holen. Aus Anlass dieser Befreiung schuf Leoni im Jahr 1541 ein bronzenes Selbstporträt, das zu den seltsamsten ihrer Zeit gehört. Das scharf akzentuierte Selbstporträt zeigt am Hals das Schloss mit dem Kettenblock, mit dem Leoni auf der hier zu erkennenden Galeere angekettet war. Und der Kopf insgesamt ist mit einem Kranz von 4 Elementen der Kette, mit der er gefesselt war, umgeben. Die Attribute der Gefangenschaft kehrten sich dadurch in Motive des Triumphes, dass der Hammer des Medailleurs, der sich hinter dem Kopf befindet, auf die Möglichkeit verwies, diese Medaille überhaupt geschaffen zu haben. Dass Leoni noch am Leben war, dies sprach die Medaille aus, hatte er seiner Meisterschaft als Künstler zu verdanken. Gegen den düsteren Hintergrund des Verbrechens strahlte die Begnadung seiner Fähigkeiten daher desto heller. Die Ketten erhielten den Charakter eines Lorbeerkranzes. Sie waren der Ausweis der Größe, die Leoni zum Alter Ego desjenigen machte, der das Recht als Souverän zu dispensieren verstand. Zugleich erinnerten sie an die Dornenkrone der Arma Christi, der Künstler als Märtyrer. Die Ketten des Leoni bieten solcher Art den Ausweis eines Testes, bis zu welchem Grad sich ein Künstler Verbrechen leisten konnte, ohne zum Tode bestraft zu werden. Auf die Vorderseite prägte Leoni das Bildnis seines Retters, Admiral Andrea Dorias, der als Neptun ausgewiesen und in der Beischrift als P.P. Pater Patriae, Vater des Vaterlandes, paternalisiert ist. Die Medaille des gefeierten Admirals fand darin ihr Ziel, dass dieser den Freigelassenen in Genua in seine Dienste aufnahm, worauf Leoni seinem Freund Aretino mitteilte: Hier bin ich, um über diejenigen zu lachen, die zu Gott beten, dass er die Bösen sterben und die Guten leben lässt. Zitat Ende. Tatsächlich gelang ihm über Andrea Doria der Einstieg in kaiserliche Dienste. Bereits zu Beginn des folgenden Jahres erhielt er eine Stellung in der kaiserlichen Münze. Dies mäßigte seine Gewaltbereitschaft nicht.
Schon 4 Jahre später ließ er in Venedig seinen Assistenten Martino Pasquale Quasligo durch einen gedungenen Mörder umbringen, weil dieser ihm nicht nach Mailand folgen wollte. Dies hinderte nicht, dass Leoni zu einem der meistgefragten Goldschmiede wurde, der es nun auch wagte, Bildwerke großen Formates zu fertigen. Als er das Angebot erhielt, mit Karl V. über ein Reitermonument zu verhandeln, träumte er davon, Kolosseen, Riesenstatuen, Grabmale und Obelisken zu formen. Im März 1549 traf er dann den Kaiser in Brüssel, der ihm stundenlang bei der Arbeit zusah und sich mit ihm austauschte, um ihn schließlich mit Aufträgen zu überschütten, ihm eine Lebensrente auszusetzen, zum Ritter des Goldenen Sporns zu erheben, wie Tizian zuvor, und ihm in Mailand den riesigen Palast der Casa degli Ominoni zu übereignen. Eines der Produkte von Karls Aufträgen war die heute im Prado bewahrte Gruppe Caesaris Virtute Domitus Furor. Durch die Virtus des Kaisers wird die Raserei gebändigt. Sie bewirkte dort offenbar ein weiteres Mal, dass ein Werk vor der Strafe schützte. In eben dem Palast, den der Kaiser dem geadelten Bildhauer Leoni vermacht hatte, beging dieser Leoni im Jahre 1559 sein vielleicht unwürdigstes Verbrechen. Gemeinsam mit einem Komplizen versuchte er, Orazio Vecelli, den Sohn seines Freundes Tizian, während des Essens vermutlich aus einem Anfall von Eifersucht auf dessen Erfolge bei seinem eigenen Mailänder Klienten zu ermorden. Mit knapper Not und schwer verletzt konnte dieser entkommen. Trotz des wüsten Vorfalles und obwohl sich Tizian wegen des Mordanschlages an Kaiser Philipp II. Wandte, kam Leoni so gut wie ohne Strafe davon. Der Schöpfer der Repräsentanz des Souveräns war als Souverän der Kunst unangreifbar. Erneut ereignete sich die von Kantorowitsch definierte Mechanik. Die Fassade seines Hauses, die Leoni in den Jahren 1565 bis 67 mitsamt seiner Skulpturen errichten ließ, wird durch die 6 Monumentalgestalten der Gefangenen bestimmt. Sie wenden erneut das Motiv der Gefangenschaft in eine kaiserliche Würdeform um, und dies war das Motiv, das Leoni mit sich selbst verband. Es handelt sich bei diesen Skulpturen um die von Marc Aurel besiegten Stämme. Sie bilden das Motto für Leonis gesamtes Leben. Durch immer neue Untaten, die neue Fesselung bedeutet, hätten nur immer neue Würden erlangt zu haben. Ich komme zu meinem letzten Beispiel, Giovanni Lorenzo Bernini. Dieser Bildhauer und Architekt verkörpert in seinem gesamten Gestus wie kein zweiter den symbolischen Absolutisten. Und wenn wir die Epochenbezeichnung Barock verwenden oder wiederverwenden wollen oder sollen, dann hat Bernini dieses Zeitalter geprägt wie wohl niemand vor oder nach ihm. Ende der 30er Jahre arbeitete Bernini gemeinsam mit seinem Bruder Luigi und dem Gehilfen Bonarelli am Helena-Pfeiler von St. Peter. Bonarelli war mit Costanza verheiratet, die nach damaligem Ideal von einer außerordentlichen Schönheit und einem besonderen Temperament gewesen sein muss. Sie wurde Modell und Geliebte von Bernini, ohne dass dies die Beziehung der 3 Männer zueinander gestört hätte. Bernini hat ihr um 1637-38 eine seiner mitreißendsten Porträtbüsten gewidmet. Selbst noch an der Kopie dieser Büste, so vermerkt sein Sohn Domenico in der Vita des Vaters, könne man an der lebendigen Manier dieser Skulptur erkennen, Zitat, wie stark der Cavaliere in das Original verliebt war. Quanto fosse innamorato del originale. Es muss Bernini im April 1638 wie ein Schock getroffen haben, als er sich, statt in die Campania zu reisen, zum Haus seiner Geliebten bei St. Peter begab, um dort auf seinen Bruder und die kaum bekleidete Costanza zu treffen. Er jagte seinen Bruder bis in ihre Werkstatt von St. Peter, wo er ihm mit einer Eisenstange 2 Rippen brach.
Weiterhin wie rasend gab er einem Diener 2 Flaschen Rotwein und ein Rasiermesser, um ihm aufzutragen, geh an meiner Stadt zur Signora Costanza und biete ihr dieses, und wenn du sie siehst, schände ihre Schönheit. Tatsächlich fand sie der Diener noch im Bett vor und zerschnitt ihr das Gesicht. Vom folgenden Tag ist ein herzzerreißender Brief von Angelica, der Mutter Berninis, an den Kardinalnepoten Francesco Barberini überliefert, in dem sie die folgenden Ereignisse festhält. Gnädigster Herr, Angelica Bernini, untertänigste Dienerin eurer Eminenz, bittet euch erneut, indem sie darlegt, wie ihr Sohn, der Kavaliere, ohne jeden Respekt vor der Gerechtigkeit und auch nicht vor der Autorität eurer Eminenz, am gestrigen Tag bewaffnet und in Begleitung anderer Männer losstürmte, um seinen Bruder Luigi zu töten. Und nachdem er in das Haus gelangt war, dessen Türen er dabei aufbrach, und nachdem er alles durchsucht hatte, betrat er ohne die geringste Achtung mit dem Schwert in der Hand Santa Maria Maggiore und durchsuchte die ganze Kirche ohne Rücksicht auf Gott und die Priester. Links natürlich Bernini. Soweit überhaupt beachtet, ist das Schreiben immer missverständlich gedeutet worden, als würde die Mutter nun um Milde bitten. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es handelt sich nicht um das Bittschreiben einer liebenden Mutter, sondern eher um einen Polizeibericht. Ihre Anklage klingt wie eine Bekräftigung jener Diskussion, die seit Petrarca die Sonderrolle des über dem Gesetz stehenden Künstlers formuliert hatte. Bernini, so schreibt sie, habe sich seine Taten erlaubt, als wäre er der, Zitat, Herr der Welt, quasi che lui sia il padron del mondo. Sie bittet euch deshalb erneut um der wunden Christi willen, dass ihr euch der Gewalt, die euch von Gott verliehen worden ist, zu keinem anderen Zweck bedienen möget, als dafür zu sorgen, dass allen gleichermaßen Gerechtigkeit widerfahre. Und sie wirft euch tränenüberströmt zu Füßen, damit sie euer Mitleid errege mit einer so verzweifelten Mutter, wie sie es ist, und ihr gegen die Gewalttätigkeit ihres Sohnes einschreitet, der, Zitat, inzwischen glaubt, ihm sei alles erlaubt, als wenn es für ihn keine Herren und kein Gesetz gebe. Zitat Ende. Angesichts der zerstörerischen Konsequenzen des Status ihres Sohnes wünscht sich Angelica Bernini keine strafenthebende Bekräftigung von dessen rechtlicher Exterritorialität, sondern die Reinstallation jenes nicht souveränen Rechtsrahmens, innerhalb dessen er wieder ein normaler Sterblicher und damit auch ihr Sohn sein könne. Aber die Mutter hatte das subtile Gesetz der Souveränität nicht durchschaut. Sie hatte keine Chance, ihren Wunsch nach gerechter Bestrafung in Erfüllung gehen zu sehen. Das Gericht verurteilte Bernini zunächst zu 3000 Scudi Strafe. Aber dies konnte nicht das letzte Wort sein. Die Büste Berninis von Urban VIII. Zunächst zwang Papst Urban VIII. Den etwa 40-jährigen Bernini endlich zu heiraten. Er ließ ihm 2 ausgesucht schöne, intelligente und unbescholtene junge Frauen zur Auswahl, die allgemein und auch im Urteil Berninis als Inbegriff der Vollkommenheit gelten mussten. 3 Wochen nach der Affäre war Bernini mit Caterina Tezio, der jüngeren der beiden Schwestern, verheiratet. Zu diesem Zeitpunkt war die Büste der Costanza, von der die weiteren Quellen schweigen, bereits auf dem Weg in die Verbannung, Anführungszeichen, nach Florenz. Der Diener, der Costanza das Gesicht zerschnitten hatte, wurde aus Rom verwiesen, bekam aber Arbeit auf einer Baustelle Berninis in Bologna, in San Paolo Maggiore. Bernini selbst aber erhielt in Form eines auf Pergament verfassten Schreibens durch Urban VIII. Umfassende Absolution. Feierlich verkündete der Papst, dass Bernini die Strafe erlassen werden solle, weil er, Zitat, ein seltener Mensch von sublimer Begabung, durch göttliches Wirken geboren, um zum Ruhme Roms Licht in dieses Jahrhundert zu tragen. Apportar luce a quel secolo. Es ist mehr als nur eine metaphorische Entsprechung, wenn dem französischen König etwa zur selben Zeit das Recht zugesprochen wurde,
die Verfügung der Magistrate über die Gesetze zu brechen. Denn, Zitat, wo der König anwesend ist, erlischt die Gewalt der Magistrate, wie die Sonne die Sterne verblassen lässt. Zitat Ende. Die Möglichkeit des Papstes, auch in der römischen Monarchie des Kirchenstaates über das allgemeine Gesetz zu treten, hatte in der Strafaussetzung von Berninis Missetaten ihr Objekt, das zugleich ihr Subjekt war. Bernini brachte die Sonne, welche die Rechtsenthobenheit des künstlerischen Souveräns besiegelte. In Bernini fand Urban VIII. Jene singuläre Gestalt, die ihm im Gegensatz zu all seinen Amtsträgern und Diplomaten die angestrebte Souveränität wirklich zu bieten vermochte. Aus diesem Grund begegnen sich erneut der Herrscher und der begnadigte Künstler auf derselben Ebene, die zur Definition der beiden universalen Mächte gehörte. Nach der Französischen Revolution gab es vergleichbare Fälle nicht mehr. Vielmehr kehrte sich das Kategoriensystem um. Die allgemeine Gleichheit vor dem Gesetz wurde auf diejenigen exemplarisch angewendet, die Kraft ihres Künstlerstatus zu den Herausgehobenen gezählt hatten. Künstler wurden besonders hart bestraft, weil sie durch ihren Status und oft durch ihre Berühmtheit zu verstehen gaben, dass sie gerade nicht unter das Gleichheitsgesetz zu fallen beanspruchten. Ich komme damit zum Schluss. In der Regel ist das Verhältnis von Kunst und Recht daraufhin untersucht worden, inwieweit die Werke selbst in ihrem anstößigen Charakter geduldet oder zensiert und der Künstler entsprechend sanktioniert oder auch befreit wurde. Mein Thema war jedoch nicht das mutmaßliche Verbrechen außergewöhnlicher Kunst, sondern das gewöhnliche Verbrechen außergewöhnlicher Künstler. Natürlich wurde die überragende Mehrheit der Künstler den allgemeinen Gesetzen und Strafen unterworfen. Was ich heute verfolgt habe, ist allein die Rechtsenthobenheit jener herausragenden Künstler, die dem Souverän zugleich als begnadigte Verbrecher, als Partner und Antipoden gegenüberstehen konnten. Ich habe zu zeigen versucht, dass dieses Phänomen konstitutiv war für etwas, was wir repräsentativen Absolutismus nennen können. Die deklamatorische Lösung vom Gesetz, um an einem angemessenen Beispiel zeigen zu können, wer über dem Gesetz steht. Wertet man diese Lizenz als eine Bestimmungsgröße des Absolutismus, dann agiert die barocke Kunst strukturell in dieser Sphäre der Ausnahme. Die Kette, deren Glieder ich zu sammeln versucht habe, ist fremd, denke ich, und anziehend zugleich. Die Aushebelung der für alle Bürger auf gleiche Weise geltenden Gesetzesmaschine ist für die moderne Gesellschaft absolut abwegig. Aber, und damit schließe ich, aber der Wille, das Gesetz der Qualität jenseits des Gesetzes der Gesetze anzuwenden, macht in einer Welt, die von manischer, wenn nicht wahnhafter Normierungswut erfüllt ist, vor allem neidisch. Vielen Dank. Die Thele-Akademie war heute bei der Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung in München. Es sprach Professor Dr. Horst Bredekamp zum Thema Der Künstler als Verbrecher.